vor etwa 4 Jahren, 4-5 Jahren, wo ich auch ich habe alle möglichen Instrumente gespielt und auch in Bands. Ich habe verschiedene Sachen gemacht von der Musik her. Und in den Bands war es immer so, du hast dann halt gleich andere Meinungen, die ich auch super finde bei gewissen Musikstilen, aber wenn du deinen eigenen Stil herausfinden willst und du sowieso alle möglichen Instrumente spielst, dann wollte ich den lieber umgehen, um einen eigenen Sound zu machen und habe mir dann Loopstation gekauft. RC505. Instrumente spiele ich sicher Klavier, Beatbox, Mundharmonika, Gitarre. Sind so die tragendsten. Es gibt hier, ich kategoriere das so, es gibt einen Sound, den ich daheim mache, wo mir Freude macht, wo aber sehr nostalgisch ist, mit vielen Stimmen, die glaubt für einen Otto-Normalverbraucher einfach zu spirituell ist zum Hören vielleicht. Und dann gibt es einfach den groovigen Laufsound, wie mit Drum and Bass und der Blues Harp. Also wirklich so ein das bluesige Hip-Hopige drin. Also ein Vorteil ist sicher, dass du wirklich jedes Instrument genau so kannst spielen, wie du willst und wie es in deinen Möglichkeiten ist, oder? Dort schränkt es einem wieder ein. Da bist du aber auch gefordert, die Instrumente genauer kennenzulernen. Wie funktioniert jetzt das? Du lernst sicher ganz viele Wege von Musik machen kennen, mit dir selber. Ein Nachteil sicher, würde ich sagen, ist live. Dort musst du die nötige Ruhe besitzen, um deinen ganzen Looptrack zuerst zusammenzustellen, dass der clean ist und so. Was halt eben, die braucht Zeit, braucht Konzentration. Und wenn du einen Liederwechsel hast, musst du den Vibe switchen. Und zwar alles ganz alleine. Alle schauen dir zu. Das ist ein riesiger Unterschied zu einer Band. Als ich auch in Bands gespielt habe, du kannst halt sagen 1, 2, 3, 4, BOOM! Und dann kommen alle. Sind alle gerade drin. Das hast du beim Loopen nicht. Du musst es zuerst zusammensetzen. Mein Tipp, wenn du anfangen mit Loopen, ist sicher, dass du das richtige Gerät holst, das für deinen Sound und deine Instrumentenzusammensetzung passt. Zum Beispiel eben, es gibt eine für Gitarre, Songwriter, wo du mit Footswitch arbeitest. Dann gibt es die für Beatbox und Producing-Sachen, das schaffst du mit der Hand. Es gibt dort grosse Unterschiede. Und welche Effekte du so willst. Geht es mehr um Live oder geht es um Producen? Meine Message an euch Leute ist, vor allem in Bezug auf einfach machen, macht einfach ohne zu erwarten, weil schlussendlich wird es sich lohnen, wenn du einfach machst. Es gibt dir immer etwas zurück, kann nichts verlieren. Ziehen es durch, arbeitet für euch ein Zeug und arbeitet auf euch einen eigenen Weg an. Und nicht, weil der und dieser das so macht, das auch so macht. Es gibt verschiedene Wege. Und wenn deine Motivation stimmt und du es richtig überbringst, klappt es. Ich sag einfach machen, just do it. Es lohnt sich später, when you're through with it. Einfach machen, just do it. Es lohnt sich später, when you're through with it. Einfach machen, just do it. Es lohnt sich später, when you're through with it. Einfach machen, just do it. Es lohnt sich später, when you're through with it. Einfach machen, just do it. Es lohnt sich später, when you're through with it. Einfach machen, just do it. Es lohnt sich später, when you're through with it. Just do it.
Es lohnt sich später, when you're through with it. Einfach machen, just do it. Es lohnt sich später, when you're through with it. Einfach machen, just do it. Es lohnt sich später, when you're through with it. Just do it. Es lohnt sich später, when you're through with it. Einfach machen, just do it. Es lohnt sich später, when you're through with it. Einfach machen, just do it. Es lohnt sich später, when you're through with it. Einfach just do it. Es lohnt sich später, when you're through with it. Einfach machen, just do it. Es lohnt sich später, when you're through with it. Thank you.